zerstört! Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Gameplay. Ich möchte euch heute das Spiel Boiling Steel vorstellen. Boiling Steel ist momentan noch nicht erschienen. Es ist angepeilt für Quartal 4 in diesem Jahr. Ich habe jetzt eine sehr frühe Alpha-Testversion bekommen. Danke an den Entwickler Mirowin, der mir das hier zur Verfügung gestellt hat. Und ich darf auch sogar Aufnahmen machen, euch zeigen. Sonst hätte ich jetzt das Video auch nicht gemacht. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass man hier so eine frühe Alpha-Version zeigen darf. Also viele Entwickler sagen da, nee, so früh darf kein Material gezeigt werden. Aber deshalb sage ich das extra. Es ist eine Alpha-Version, das heißt ein ganz frühes Entwicklungsstadium von dem Spiel. Es ist noch nicht fertig, es fehlt noch super viel. Aber es soll ein bisschen so ankratzen, was in dem Spiel ja möglich ist. Grafisch, wie die Kämpfe ablaufen und so weiter und so fort. Von den Mechaniken her. Aber wie gesagt, es kann immer noch verbessert werden und ja. In so einer Version wird auf jeden Fall noch super viel dazukommen und verbessert werden. Ich bin echt gespannt, was auf uns zukommt. Also von der Story her weiß ich nur, wir sind auf einer verlassenen Raumstation. Irgendwie sollen alle Leute tot sein und die Lebenserhaltungssysteme sind ausgefallen. Wir liegen einfach in einer Kryokapsel, werden wach und ja, aber nicht wirklich, sondern als Hologramm. Und dann ist ein Roboter vor uns, der uns so ein bisschen alles erklärt, was zu tun ist, und ja, wir müssen wirklich versuchen zu überleben, wir müssen die Raumstation wieder ans Laufen bekommen und müssen dafür auch immer wieder Gebiete erkunden, Planeten bereisen und so weiter. Ja, das erstmal dazu, so ein bisschen zur Story. Hier steht jetzt Englisch und Russian, also Russisch. Das wird wahrscheinlich die Sprachausgabe sein, aber ich habe mit dem Entwickler gesprochen und es wird auf jeden Fall, sind 10 Untertitel geplant und Deutsch ist auch dabei. Also Leute, braucht da keine Angst zu haben. Das Spiel wird auch komplett in Deutsch übersetzt. Sprachausgabe ist natürlich jetzt nicht wirklich bekannt oder wird wahrscheinlich auch nicht kommen, weil sowas natürlich immer sehr teuer ist. Aber wenn es schon deutsche Untertitel gibt, ist es natürlich umso besser für alle Leute, die sich da jetzt nicht so wirklich ja, gut mit Englisch befassen können. Dann gehen wir mal kurz in die Settings. Die sind natürlich sehr begrenzt, weil es halt ja eine Alpha-Version ist. Wir haben jetzt ja, den Mirror-Mode, also das heißt, ich kann mir zeigen oder anzeigen lassen in der Aufnahme, was ihr seht, aber ich möchte jetzt halt wirklich aus der First-Person spielen. Das heißt hier, also das sollt ihr auch sehen, Drop-Tools-Mode, Press-Grip oder Release-Grip. Ich mache jetzt mal Press-Grip, testen einfach mal Controls. Player Rotation Mode, Instant oder Constant. Also Instant wird wahrscheinlich sein, ja, Snap Turn. Und das lassen wir auch. Constant, das mag ich irgendwie nicht so wirklich, wenn man sich so ganz langsam irgendwie selber dreht, wenn man den Stick benutzt. Also da wird mir irgendwie schneller, ja, nicht wirklich schlecht, aber übel bei. Na, nicht übel. Aber ihr kennt das Gefühl ja, wenn irgendwie das Gehirn sagt, oh, hier stimmt gerade was nicht. Und da habe ich dann echt das Problem. Player Rotation Mode, machen wir mal auf Fast. Kann ich eigentlich immer ganz gut ab. So, dann haben wir Video. Ja, ist natürlich noch nichts drin. Audio auch nicht. Wie gesagt, frühe Version. Da sind natürlich viele Sachen noch gar nicht implementiert. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal das Game und ich wünsche euch viel Spaß beim Gameplay. Okay. Hey, you woke up. It is good. Hibernation lingered, but I could not help with that. Your functions are being restored, so for now just relax and listen to me carefully. I will help you get back in duty. Okay, you are relaxing. Security protocol. We are orbiting the planet in a secret space station. We are created for emergency situations. It seems that this is exactly what happened here. Okay. Your body inside that capsule, we still can effectively support it. Da sind wir drin. For you, this is all like a dream, but your consciousness is here with me. If the energy runs out, or we will be assaulted, you will die. Das ist schlecht. For me it will be a great loss, also I will immediately die with you, but more on that later. In order to protect you from going crazy due to isolation at the station, the engineers integrated social algorithms into me. I can offer you to play chess,
tell jokes, maintain communication, and also have the flirting function. It seems to me that the latest function sometimes glitches, but I think you can figure it out. Because you are so smart and strong. Strong. After the incident, I had enough capacity to support you all this time, and yesterday, I managed to successfully run back up power. Okay, yeah, so story. Now, you can feel yourself in the form of a hologram. This will make it easier for your brain to process the data. Ja, wir stecken hier wirklich in der Kapsel drin. A stick on the left controller. Four turns, stick on the right controller. Hier, wir warten. Manipulators allow you to explore the environment. Ja, okay. Hoffentlich ist sie jetzt leise. Also, wir stecken hier in der Kapsel drin. Es ist ein Notfallprotokoll gestartet worden. Das heißt, ja, die Lebenserhaltungssysteme der Station sind ausgefallen. Unser Bewusstsein ist in so eine Art Hologramm transferiert worden, damit wir wirklich wieder alles ans Rennen bekommen können. Aber wir können uns jetzt hier nicht sehen. Nee, ich kann auch nicht näher rangehen. Dann geht ja das Bild wieder weg. Ja, das ist unser Hilfsroboter, sag ich mal. Die soll uns jetzt hier so ein bisschen zeigen, was hier möglich ist. Oh, da sind zwei Hände. Kann ich denn hier alles machen? Oh, ist das der Spock-Gruß? sieht fast so aus. Okay, gehen wir uns mal. Oh. Come to me. Do you see these hands? Ja, wir versuchen these die einfach mal zu nehmen. Manipulators. They will help you to interact with material objects on our base. Activate them by matching your holographic projections with their carcass. Yeah. Now, we will restore the basic elements of combat training. The procedure should be generally aware to you. Take the helmet at the center of the room and match it with your assumed head to start. Okay. Ja, das ist also das Tutorial, aber die Entwickler haben ja auch versichert, dass das Tutorial noch komplett überarbeitet wird, weil es halt so ein bisschen Rückmeldungen gab, dass manche Sachen nicht so ganz gut erklärt sind. Also das wird auch noch angepasst. Ja, hier ist es eine VR-Brille. Das ist die Oculus Rift S. Nein. Okay. Ist wie bei Superhot. Okay. Vom Look her sieht sie ja gar nicht so schlecht aus, also sieht cool aus. Gefällt mir. So. Ready to practice. I activate the training mode. Oh. When you're done with targets, we will be moving out on a mission, so deal with it quick. Oh. Ha. Recall. Oh, broken. Oh. Oh, die gehen aber schnell kaputt, die Waffen. Stirb! Okay, die gehen echt schnell kaputt. Jetzt versuchen wir mal so ein bisschen gezielt. Wow. Die brennen sich ja wirklich da ein in die Roboter. Ha! Du hast keine Chance. Ach, also, dass die so schnell kaputt gehen, ist natürlich blöd. Okay. Also es gibt keine Magazine, das heißt, wir müssen einfach immer nur die Waffe neu holen. Gucken wir mal, ob wir den treffen, aber der hat ein Schutzschild. Oh, den kriegen wir. Ich kriegen wir. Okay, ist natürlich auch nicht schlecht, dass man Come einfach on. Keine Magazine hat. Time to rob and kill. We will regain our former greatness. Come on, time to rob and kill. Okay. Look gefällt mir auf jeden Fall.
Okay, da ist irgendwie Central Cabin. Was ist denn hier? Schauen wir uns das mal an. Also das ist alles abgeschlossen. Unavailable in the Press Alpha. Ja, okay. In this block, additional station modules will be available to you. Armory, laboratory, mess hall, and living quarters. We do not have enough power and resources of our station to restore them all now. Let's go to the central cabin. A lot of exciting work awaits us. Also in dem fertigen Spiel wird das natürlich dann alles verfügbar sein. Und ich denke mal, man muss nach und nach sich dann irgendwas freischalten. Natürlich kann man dann wahrscheinlich entscheiden, was man zuerst dann aktivieren will. Also verstehe ich das jetzt, weil die sagte, wir haben noch nicht genug Power. Da gehen wir mal in Central Cabin. Universe World Map. Okay, hier haben wir wieder so eine Roboterhand. Komm. A crappy planet. I don't like it at all. And your idea, I don't like straight away either, and you. Oh, okay. However, it's too late to change the decision. Choose a location we need to proceed. Was haben wir denn hier? No, not selected. Difficulty normal. Difficulty easy. Threats 3. Enemies 44. Oh. Okay. Ich würde sagen, wir checken erstmal so ein bisschen diese Easy Map da. Ja, Skills gibt es dann nachher auch. Aber nicht in der Pre-Alpha. Das heißt, wir können wirklich Upgrades freischalten. Ist natürlich auch cool. Okay, jetzt können wir hier so ein bisschen in das Waffenmenü wahrscheinlich. Aber können wir nicht viel machen, ne? Ne. Soll auch nur noch ein bisschen was zeigen, aber wirklich machen kann man da wahrscheinlich jetzt nichts. Versuch mal so ein bisschen rumzuklicken. Ne, das geht nicht, okay. Ja, dann gehen wir einfach mal in die erste Welt rein. Activate a scanner to find a suitable model for hacking. We must take control of one of these robotic shells. Kann ich mir jetzt irgendeinen aussuchen da? Ah, okay. Also verstehe ich das jetzt, dass ich mir einen Roboter aussuchen kann, mit dem ich da runtergehe. Jetzt kann ich natürlich nicht viel mit den Waffen anfangen. Ich sehe jetzt nicht da wirklich... Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Den nehmen wir einfach mal. Accept. Let's configure it more detail. Left hand, right hand, okay. Ja, left hand haben wir ja gar keine, deshalb wahrscheinlich. Kann ich mir aber jetzt keine anziehen. Robot equip. Ah, da kann man mal Schocker. Electric, a tool for shock recharging of the Starship energy batteries. Okay. Das ist einfach Signal Rifle. Device that fires. Ach so, das ist das Teil, was wir eben hatten, was diese Signalfackeln da abgeschossen hat. To the sky, flying. Okay, schauen wir uns dann mal an, wie wir das dann aktivieren. Start Mission. This is the control room of the station. Oh, es ist laut. Here energy is extracted from the clouds. Be ready for resistance. I have noticed multiple signatures. Wow. Okay, damit geht's gleich ab. Sieht cool aus, gefällt mir. Ja, man merkt hier dann natürlich, dass es ein Alpha ist. Es ist nicht wirklich optimiert, also die Frames sind nicht so ganz stabil, aber stört mich jetzt erstmal nicht. Ich bin erstmal froh, dass ich das Spiel hier echt testen darf und euch zeigen darf. Also vom Look her gefällt es mir. Ist auch wieder so, ja, Comic-Stil. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Spiel. Das 10 hieß das 10, dieser Comic-Shooter von damals. Sieht auch so ein bisschen Comic-mäßig aus. Wow. Shut out. Do not lose the body. I do not have the opportunity to hack for you another new robot. Ach, schon kaputt. Okay. Fat Lady wird mal ausprobiert jetzt hier. Ja! Scheiße!
Chat-Chart. Boah. Oh, das. Da hinten ist ein richtig fetter Roter. Habt ihr den gesehen? Oh, der kommt. Der kommt. Bleib da, bleib da. Oh, der will mir was, der will mir was. Hätte sich nicht mit Tupac anlegen sollen. Das Spiel ist so laut, kann sein, dass ich ein bisschen brülle. Wow, sehr. Also sieht echt geil aus, also gefällt mir. Für so eine Alpha-Version. Okay, die Musik zeigt uns wahrscheinlich wieder. Okay, da ist was. Oh, da hinten sind Sniper. Das Gewehr gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Aber nachher kann man ja sicher selber aussuchen, was man dann nimmt. Mist. Okay, wir können wirklich in Deckung gehen, aber die Dinger gehen kaputt. Die Schutzschilde. Ja, jetzt haben wir ihn. Ach, der ist nicht tot. Jetzt aber. Ah, wir schmelzen die richtig weg. Okay. Oh, wir sind getroffen. Okay. Wow. Von wo? Von wo? Da oben irgendwo. Wird auch meine Energie angezeigt? Ich glaube im HUD hier, was ihr seht. Okay. Können wir hier irgendwas aufmachen oder. Nee. Ich glaube, ich habe gerade diesen Skill aktiviert. Scan. Schauen wir mal, was man hier so machen kann. 0 Devices to connect. 10 Devices to connect. Hä? Okay. Gehen wir mal hoch, weil hier scheint ja nichts zu sein. Nee. Da ist irgendwas. Vielleicht können wir uns damit connecten. Laptop, connect. Scanning the text. Reproducing audio. At night was a heavy storm here. I almost shit myself. If there weren't huge lightning conductors, we would not have even blinked while everyone would be fried here. The rest almost never mind about the storm. I hope I can also get used to it. Okay, man kriegt hier wirklich so Botschaften und ist auch wirklich eine Story hinterlegt. Hier war irgendein Sturm auf dieser Plattform oder Station. Okay, wir bewaffnen uns mal, weil die zeigen eigentlich nichts Gutes an, die Dinger. Erinnert mich ein bisschen an Mass Effect. Da gab es, glaube ich, auch immer so Teile, wo man sich hinter verstecken konnte. Okay. Stirb, stirb, stirb! Boah. Energy doors always open with an emergency lever. Idiots could not come up with anything better. Find the levers and restart the system. Okay, wir checken jetzt mal, was wir noch scannen können. Ob hier irgendwas ist. Sind die Device to connect, aber wir können. Ja, da habe ich gerade einen Schalter gesehen über diesen Monitor hier. Okay, jetzt ist irgendwas ausgegangen. Hier so ein dieses Schutzschild. Okay, aber da ist wieder ein Schutzschild. Oder sonst noch irgendwo was? Kann man hier irgendwie klettern vielleicht? Oder. Warte, ich probiere mal das. Ne, ich wollte die Waffe. Wenn man das kaputt schießen kann? Nee.
fliegen kann ich jetzt aber auch nicht, weil dieses Special Skill war ja irgendwie Fly. Weiß ich jetzt aber nicht, wie es geht. Von hier kommen wir nicht. Also hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal gucken, ob wir was scannen können. Oder ob hier vielleicht sogar ein Schalter ist. Ha! Langsam werden wir sicher mit der Waffe hier. Hört ihr auf zu schießen? Ha! Okay, das ist wieder ein Laptop, aber ich scanne trotzdem mal die Umgebung, ob noch was anderes hier ist. Da sehe ich einen Schalter. Device to connect, Laptop. Connect. Scanning the text. Ja, wir benutzen Bluetooth, das geht nicht so weit. Mark, come back to your working place. How long do I need to wait when you'll open this goddamn bridge for me? Wie lange sollte ich noch warten, bis die ganze Brücke hier geöffnet ist? Also die Brücke, die wir jetzt gerade öffnen wollen. Checken wir mal da, ob da auch noch irgendwas zum Scannen ist. Oder zum Hacken eher gesagt. Ne, den haben wir ja gescannt. Okay. Dann können wir eigentlich hier erstmal aufhören. Ah, okay. Ach du Scheiße. Ist klar. Oh Gott. Wow, was ist das? Okay. Also das war mein Special Move gerade. Okay, da ist noch ein Sniper. Ah, wir sind auch ein Sniper hier. Nee, nicht wirklich. Komm. Also Nahkampf ist hier echt gut. Wo ist der eine Sniper? Da hinten. Okay. Also bei den Kämpfen merkt man wirklich, dass so ein bisschen dann anfängt zu laggen. Jetzt versuchen wir mal über die Brücke zu gehen. Über 7 Brücken musst du gehen. Ich bin auch gespannt, was da später dann für Waffen alles gibt. Weil da kann die Auswahl ja echt unendlich sein. Also hier so ein bisschen, so ein kleines Snipergewehr wäre nicht schlecht. Ah, guck mal, da haut er direkt ab, ne? Oh, du bist ja ein Spielverderber. Okay, jetzt spawnt er echt. Da hat er nur 3 Schuss, der Teil. Okay, wenn die jetzt zu nahe kommen, können wir nochmal den Elektroschocker rausknallen. Also Nahkampf ist der Knaller. Ja, komm, versuch zu nahe zu kommen. Komm, versuch. Okay. Hinten auch noch irgendeine große Plattform. Okay, jetzt wieder was zum Scannen. Scanning. Scanning the text.
Reproducing audio. Yesterday, Mark invited me for a walk on the platforms and look at the night sky. At first, I reacted coldly but then decided to give it a chance. And I didn't regret it at all. He is so romantic and full of interesting stories. I didn't know that he already visited so many planets in his 28 years. And in the end, he led me to a platform with a beautiful view on the Forge of Hephaestus, a bottle of synthetic wine, and cheese were waiting for us there. He even managed to get somehow a flower, I can't recall how it called, but that was very cute. Clearly, he likes me very much, that he arranged such a date. And now it seems to me, I also fall in love with him. Oh, eine Liebesgeschichte. Die haben sich hier abends getroffen, um die Sterne zu beobachten. Wow! Ja, ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kommt noch irgendwas? Noch irgendeine Überraschung? Look for the redistributing lover. As soon as the discharge of the flows begins, I will take this energy to our base. So, können wir den da oben wegknallen? Was ist das da oben, die Teile? Okay, das ist nichts. Also die Waffen bekomme ich, indem ich einfach Grip halte und mir dann mit Grip dann auch noch wieder eine Waffe ziehe. Da an diesem Slot. Geht auch relativ schnell und gut von der Hand. Okay, hier haben wir jetzt noch einen Laptop. Gucken wir mal hier rein. Okay, da geht es irgendwie ins Innere der Station. Okay, Scan. Scanning the text. Reproducing audio. I try to contact with other complexes, no one answers. This is some kind of crap, it cannot be that we are the last people on this goddamn planet. Where the hell everyone has gone? I hope that this is just a long awful nightmare, that I will wake up make what they call a coffee here and go, as always, check machines for the production of coolant. That routine was making me angry before, now I dream of returning to it. Okay. Ich möchte jetzt nicht alles übersetzen. Wäre ich auch jetzt so schlecht für. While I'm searching for new access codes, steal some of this energy for our needs. Otherwise, instead of Freon for stasis capsules, only your urine will remain in my systems. Well, you at least have something to defecate. Do not think bad. Of course, dear, I feel good and so. Okay, müssen wir das jetzt scannen oder müssen wir einfach den Schalter? Also wir sollen uns jetzt hier Energie abziehen. Okay, das ist der Laptop von hinten. Für die Station von uns. Das machen wir mal. Oh, wow, wow. Kommt noch was? Oh, da kommt was. Okay, jetzt haben wir unseren Skill aktiviert gerade. Oh, jetzt fängt es ein bisschen an zu lenken. Ich kann kaum noch zielen. Jetzt geht's wieder. Okay, wir bewegen uns mal ein bisschen. Ach, muss der nachladen. Loser. Stirbt der jetzt endlich? Oh, 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 oh. Wo ist der Dicke? Aber wenn er sein Schild hat, ist er echt schwer, den zu treffen.
war's, oder? Hold on, I need time for the correct transfer of your consciousness. Ja, hold on. Hold on. Hold on. Sind wir wieder bei den 90ern? It is good when there is a lot of air, and nothing is holding back your fly, but such a boundless space is frightening. I failed to teleport your last shell to the base, but I got more energy than usual. Okay, schauen wir mal, was sich jetzt verändert hat. Also hier wird sich nichts geändert haben, weil das ist wirklich nicht für die Alpha gedacht. Okay, hat sich was mit den Tools verändert? Also ich muss mir jetzt wieder den Arm nehmen. A crappy planet. I don't like it at all. And your idea, I don't like straight away either. Nee, okay. And you. Oh, okay. However, it's too late to change the decision. Activate a scanner to find a suitable model for hacking. Schauen wir uns mal kurz We must take control of one of these robotic shells. Schauen wir uns jetzt mal ganz kurz die andere Welt an. Und wenn die jetzt genauso aussehen sollte, können wir ja ausmachen, aber ich denke, die wird nicht genauso aussehen. So, welchen nehmen wir uns denn jetzt? Ich weiß nicht. Das ist wieder Elektroschock und das ist aber ein anderes Teil. Jetzt gucken wir mal. Können wir ja rein. Let's configure it more detail. Robot Equip. Kinetik. Das ist bestimmt dieses Sturmgewehr, sag ich mal. Was ist das für ein Skill? Explosive Welle. Hört sich gut an. Eine EMP-Welle. Ja, perfekt. Ja, Start Mission. We are okay, very sieht deep ganz now. Anders aus. I constantly stabilize your intermittent signal. Find okay, an elevator to go down to the mines. The entire interface was implemented for use by the operators. The main interactions will happen through the tablet of the hacked robot. In the mines there is a teleport with backup batteries. Bring me to them. Okay, wir müssen irgendwelche Batterien finden. Aber das sieht jetzt vom Look aus, Look her nochmal besser aus, finde ich. Was ein Laptop, den checken wir nochmal. Oh, das sieht echt genial aus. Kann ich da drauflaufen? Komisches Gefühl. Okay. Scannen wir. Vier Devices. Mein Elevator. Ist das der hier? Okay, nein. Müssen wir den gleich wiederholen. Weil wir müssen ja da runter. Scanning the text. Reproducing audio. Hello to anyone who reads it. We're going to die here, shit, and this is for sure. Or radiation or robots, so the choice is not big. Okay, wir werden alle sterben. Entweder an Strahlung oder Roboter. Die Auswahl ist nicht groß. So, jetzt müssen wir uns den Aufzug wiederholen. Komm, connect drauf. Wir wollen den Aufzug. Wir könnten wahrscheinlich auch die Treppe nutzen, aber ich will den Aufzug jetzt hier benutzen. Aufzüge sind immer gut. Und runter. Also dieses Hut müsste kleiner sein oder irgendwie am Abend sichtbar sein, das wäre cool. Hallo, ist irgendwer hier? Okay, das sieht wirklich nach irgendwie... Sind das Brennstäbe da in irgendeinem Wasserbad? Ich kann es nicht wirklich erkennen. Aber wir sind ja nur Roboter, also es kann uns nichts anhaben. Okay, können wir nicht drehen. Aber wir können nochmal scannen. Na komm. Scanning the text. Reproducing audio.
Miners do not show signs of aggression. They either stoop at either perform a standard charging protocol. We will send Bari for scouting today. I hope the help will arrive soon. Die Minenarbeiter zeigen keine Zeichen von Aggression an. Sie haben hier irgendwelche Tests wahrscheinlich mit denen gemacht, so wie es aussieht. Okay. Da hinten war ein Schalter. Den werden wir dann auch mal nehmen. Oder gucken wir, ob wir das Terminal hier bedienen können. Piep, boop, piep, boop, piep. Nein, natürlich nicht. Okay. Sound ist ein bisschen beklemmend. Okay. Zum Glück gibt es hier keine Monster. Nur böse Roboter. Ja. Wow! Alter! Da habe ich mich aber erschrocken. Sowas habe ich jetzt nicht gerechnet. Scanning the text. Reproducing audio. Bari found an empty warehouse. There are a lot of robots and one of them repeats cyclical phrases. Need to go and check. We use their parts as material for the printer. Okay, die haben ein Lagerhaus gefunden mit Robotern und die wollten die irgendwie nutzen, um 3D-Printer zu füllen oder zu füttern. Nicht mit mir. Recall wird nichts, Recall. Oh, das Gewehr geht gut ab. Hier wäre Koop auch wieder sehr geil. Ich erlebe so Spiele lieber echt im Koop. Scanning the text. Reproducing audio. We barricaded ourselves closer to the reactor, and Paul with us. He recognized me. But how can this be? He died, I personally took his dead body from the operator's chair. That was a week before the incident. Most likely the robot that he had controlled retained a memory cast. He mumbles constantly something about the mother and oranges. The guys do not trust him. They say that he is another mad piece of metal. But that's exactly Paul, I know. Mhm. Hier geht irgendwas Merkwürdiges ab. Die Mine sieht nicht schlecht aus. Die Musik tut ihr. Oder die Soundeffekte tun ja Übriges, dass man sich so ein bisschen unsicher fühlt. Scanning the text. Reproducing audio. Robots behave very strangely. At night, Paul shouts something to them, in his machine language. They respond with a thundering crackle. It feels like a lot of printing presses are working at the same time. Horrifying. Okay, ich verstehe, das ist so, dass die Roboter sich dann irgendwie nachts zurückgezogen haben und dann sind diese Drucker wieder losgegangen in der Nacht. Okay, gehen wir mal hier lang. Das ist ein Mauseloch. Hier können wir da durchschauen. Ja, aber dann nützt uns nichts. So tief kann ich nicht gucken. Okay, geht's weiter. Ja, so ein bisschen zielautomatisch
Bezieht automatisch so. Mein Gott. Deutsch ist eine schwere Sprache. Ich bin doch ein bisschen nervös hier. Aber wir müssen die Batterien holen. Also die Waffe ist schon besser. Okay, kleine Fehler hier. Die Munition hängt noch in der Luft. Mann, die Musik könnte aus der Hölle kommen. Ne? Wow. Oh Gott! Komm raus, komm raus! Ich dachte gerade hinter mir wäre irgendwas. Hier wird man ja paranoid. Ein bisschen in Deckung gehen hier. Nur gucken, dass keiner hinter mir steht auf einmal. Zielen geht leicht von der Hand mit dem Teil hier. Nur mal ganz kurz, ob hier irgendwas ist, aber scheint nicht so. Es gibt natürlich noch nicht irgendwie so viel zu erkunden, außer die Laptops. Natürlich alles noch vom Level-Design her ein bisschen leer. Aber ein guter Headshot. Ha. Alles drauf, was wir haben. Wir haben noch diese Skills, das müssen wir jetzt auch mal ausprobieren. Cool, der war jetzt wirklich geschockt. Und wir konnten den gut wegboosten. Vielleicht kann man hier irgendwas machen. Terminal hacken vielleicht hier? Ne, okay. Da geht es nicht weiter, oder? Doch, geht um die Ecke. Okay, sah zuerst so aus, dass es nicht weitergeht. So, das ist aber kaputt, das Ding, oder? Da hinten habe ich auch noch einen Laptop gesehen, hinter uns. Wow! Okay. Nee, nicht okay. Okay. Checken wir mal den Lappy. Scanning the text. Reproducing audio. Paul draws all night with crayons. That reminds me of stupid pictures from children's books. Ocean, flowers and fish with wings. All this shit scares guys. So it can't continue for long, they will break him or throw him away. Although he is limping very funny. Paul zeichnet die ganze Nacht.
with crayons. Ist Crayons jetzt jemand? Okay. Also scheinbar erholt die Energie sich immer wieder von irgendwelchen Schäden. Wir können da lang. Oder wir müssen wahrscheinlich auch da lang, aber checken wir mal ganz kurz hier den Weg. Okay. Cool, wenn man so Geschütztürme auch hacken könnte. Habe ich noch gar nicht probiert. Komme ich jetzt erst auf die Idee. Wenn wir noch einen sehen, dann probiere ich das auf jeden Fall mal. Scanning the text. Reproducing audio. In general, everything is calm. In the mine there are a lot of wreck machines. Paul was sitting for a long time above one of them. Now he writes the word Eileen everywhere with crayons. Is that really true? Could consciousness remained in these metal cans when was the breakdown time? And why are those killing us? Okay, da hinten ist jetzt so ein Geschützturm. Ich versuche den jetzt mal zu hacken. Nee. Bin ich tot? Oh, was ist denn los hier? Signal critical. Ach, warum trifft das Ding mich denn immer wieder? Das war's. Okay. We are still working on the main functionality and we aspire to make an interesting game for you. Stay in touch. With love, Miro Win. Ja, ich würde sagen, dann beenden wir hier auch mal die Folge. Ich hoffe, euch hat natürlich das Video hier gefallen und ihr konntet so einen kleinen Einblick von dem Spiel euch verschaffen. Also ich finde es für eine Alpha echt nicht schlecht. Also wenn da noch gut dran gearbeitet wird, muss man jetzt mal im Auge behalten. Dann kann das echt ein cooles Spiel werden. Besonders mit den ganzen Crafting-Sachen, dass man eventuell sich auch irgendwie Waffen anpassen kann und sich bauen kann und so weiter. Und ich bin auch gespannt, was für Upgrades gibt für den Roboter, den man so hat. Ne? Hier wird ja einiges noch passieren. Also ich würde sagen, das ist ein Spiel, was man echt noch ja, wirklich im Fokus halten muss und immer mal wieder checken muss, in welche Art und Weise sich das hier jetzt verändert, verbessert und so weiter. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, Leute, wenn euch das Video hier gefallen hat, haut doch ein Like raus. Ihr macht gar kein Like. Natürlich, wenn ihr noch kein Abo gegeben habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Wer nichts verpassen möchte, drückt bitte auf die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.